Es war eine Nacht wie für grausame Taten geschaffen. Der Sturm tobte seit Stunden über dem Archipel und schleuderte haushohe Brecher gegen die Küsten. Eine der Inseln am Rande traf es am schlimmsten. Ein Blitz spaltete die Erde. Und als würden die Kräfte der Hölle selbst empordrängen, schossen Erd- und Lehmfontänen aus dem Loch. Ein Mensch wäre geflüchtet, aber nicht die Gestalt, die sich wie ein Scherenschnitt unter dem Wasservorhang abzeichnete. Am Rand des Kraters blieb der Schatten stehen. Die Hitze und den Dampf ignorierend, schob er seine Hände in den lehmigen Boden und formte drei Klumpen, die er übereinander legte. Und aus den Klumpen eine Figur. Arme und Beine, Hände, Finger, Füße und Zehen. Dann das Gesicht, Nase, Mund, die Augen und das Lächeln einer Frau. Inzwischen hatte sich das Unwetter gelegt. Der Schatten zog sich zurück. Der Göttervater Zeus würde sein Werk vollenden. Und als die Sonne aufging und die Nacht zurückdrängte, war es soweit. Aus der obersten Lehmschicht der Figur war Haut geworden, die den Leib blassrosa überzog. Die künstlich erschaffene Frau, deren Schönheit jedem Mann der Welt den Atem rauben würde, bewegte die Lippen und tat ihren ersten Atemzug. Pandora war erwacht. Und es geschah in einer dunklen Epoche, 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, dass ein Mann lebte, der bereits wusste um die Kraft des Bösen, um seine Leiber, Wirte, Kreaturen. Und weil er ahnte um unsere Schwäche, sammelte er sein Wissen und ließ es werden zu Erde und Stein. Und es wurde ein Kreuz, das er weihen ließ durch die Kraft der Engel. Doch das Kreuz war nicht für ihn bestimmt. Und so musste es warten auf seinen Besitzer. Über Jahrtausende. Bis